Mein Name ist Joachim Evers, wohnhaft in Stadensen. Durch die Nachrichten kam Katastrophe im Ahrtal. Als erstes kam dann ein Aufruf in der Zeitung von einem Bekannten. Da war stichwortartig aufgeschrieben, wir brauchen das, das, das und das. So, und dann innerhalb von 2 Tagen kamen die Menschen und haben geliefert, geliefert, geliefert. 3 Stunden später habe ich ihn angerufen, ich sagte, brauchst du Hilfe? Er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Ich sage, ich komme. Wir haben abends 18 Uhr die Anhänger vollgeknallt, waren wirklich Massen unterwegs. Wir haben 10 Stunden gebraucht, bis wir dann den Einsatzort erreicht hatten. Wir waren grundsätzlich erstmal geschockt. Klar, so eine Katastrophe kann sich niemand vorstellen. Dann habe ich Gott sei Dank so viele Menschen mobilisieren und auch motivieren können. Das hat sich bei mir auf über 800 Stunden hingezogen. Insgesamt alle zusammen haben wir 4.500 Stunden dazu gebracht und eine Hilfe geleistet. In allen Richtungen, ob wir Wohnungen oder ganze Gebäudekomplexe entkernt haben. Die größte Aktion mit 12 Leuten war Wasser für die Menschen in den Wohnungen, die noch so weit bewohnbar waren, wieder rückwärtig einzuspeisen. Hausten teilweise nur auf Matratzen, aber das war uns alles egal, weil wir haben Hilfe geleistet und die kam so super an. Für mich war nicht die Arbeit im Vordergrund stehend. Ja, das war schon die Gespräche führen, zuhören. Mensch, ich sag, warst du denn schon mal an der Ende des Ahrtals? Nee, war ich nicht, kann ich nicht hinfahren. Ich möchte das nicht sehen, ich kann es nicht sehen. Für mich ist das schon gefährlich und schlimm, wenn ich die Toilette rauschen höre. Joachim Evers engagiert sich nicht nur für die Flutopfer im Ahrtal. Er und sein Team sind bereits seit Jahren aktiv in der Fahrradwerkstatt und machen Bedürftige mobil. Also 2015 begann die Flüchtlingshilfe Samtgemeinde Aue. Ich habe gesagt, gut, jetzt müssen wir unterstützen. Und daraufhin entwickelte sich das, dass wir Fahrten übernahmen zu Ärzten, zu Schulen und. Und sage ich, Mensch, schönes Wetter draußen, die können ja auch selbst fahren. Also, was machst du? Aufruf, wir brauchen Fahrräder. Tja, bis heute sind es ungefähr 500 Fahrräder durch meine Hände gegangen. Also ich bin sehr zufrieden, kriege immer wieder Zuspruch. Mittlerweile kommen auch so ein paar Syrer, die hier geblieben sind und bedanken sich. Auch die Mitarbeit in der Fahrradwerkstatt war nicht nur meine Arbeit. Ich habe auch immer versucht, Kontakt wiederherzustellen und auch zu sagen, Leute, ihr könnt hier jederzeit kommen und könnt mitarbeiten. Weil es ist ganz wichtig, das Miteinander, das Wir, das muss sich wieder in den Vordergrund bewegen.